Hallo und herzlich willkommen meine Genossen, mein Name ist Dennis und heute gibt es neue Informationen zu dem neuen Call of Duty Black Ops 4 Zombie Modus. Das wird ein kurzes und knackiges Video, aber ich denke, die Information, die wir bekommen haben, wird einige sehr freuen. Jason Blundell hat in einem Interview nach der Comic-Con gesagt, dass sich die mysteriöse Kiste ändern wird. Und zwar ist die Änderung, dass wir die Möglichkeit haben, Waffen abzulehnen und diese dann an Teammates weiterzugeben. Ein ähnliches System hatten wir schon auf der Karte Moon. Wenn man mit dem Hacker zweimal die Waffe hackt, die in der Kiste ist, können Teammitglieder sich diese Waffe aus der Kiste nehmen und dann natürlich mit ihr spielen. Wie gesagt, ein kurzes und knackiges Video, allerdings denke ich, dass diese Information ein Video wert ist, da sich Leute wohl möglich erschrecken könnten, sobald sie das erste Mal an die Kiste gehen und verwirrende Eingabebefehle zur Auswahl haben. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du neu sein solltest und keine Videos zu dem Zombie-Modus verpassen willst, kannst du auch abonnieren. Das war's erstmal von mir, bis zum nächsten Video, euer Dennis und ciao.